Meine Nächte erinnern bald. Hallo. Dann herzlich willkommen auf deinem. Das Wetter ist mal wieder recht bescheiden. Ja. Aber wir lassen uns den Tag nicht versauen. Wir fahren jetzt mit dem Auto kurz etwas kaufen, denn wir benötigen etwas für ein Video, welches ihr am Samstag auf Sandy Dynamite morgen sehen könnt. Tatsache, ab morgen auf Sandy Dynamite sehen könnt. Deswegen dürft ihr es auf gar keinen Fall verpassen. Morgen um 12 Uhr auf Sandy Dynamite. 12 oder 13 Uhr? Nee, 12. 12. Oh Gott, ich kann nicht klar. Dir, ja, ist alles noch sehr frisch. Ja, jedenfalls. Wie unsere Beziehung. Ihr könnt ja mal Videovorschläge unten in die Kommentare posten. Was ihr sehen wollt. Was ihr von mir und Daniel sehen wollt. Sehen wollt, sehen wollt, sehen wollt. Wir fahren jetzt mit Auto durch den Regen. Denn wir können es. Apropos. Nicht apropos Regen, aber eigentlich gar nicht apropos. Ich habe jetzt gerade auf den Lippen eine neue Farbe von diesem Benefit der Real Lippenstifte, also Double Lippenstifte auf den Lippen, das was ich gestern gezeigt habe. Und ich glaube, ich habe mich in diese Farbe verliebt. Ja, die ist echt schön. War schön, ne? Ja. Und? Guck mal. Es bleibt. Ich teste heute, ob es tatsächlich 8 Stunden hält, so wie es dort steht. Da müssen wir aber auch 8 Stunden rumknutschen. Oh, Schatz. Grün! Grün! Heute ist ja Weltfrauentag. Ja, man merkt es, wie nett du zu mir bist. Ich bin ein ganzes Jahr über nett zu dir. Ja, deswegen heute mal eine Ausnahme und du bist es nicht, oder was? Bist du bescheuert? 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 So, ob ich dich wiederholt, bist du bescheuert. Du bist bescheuert. Du bist bescheuert. Du bist bescheuert. Du hast Lippenstift am Hals. Ja? Hier am Kinn. Hier so an der Backe da. Weg? Nee, noch nicht. Hab ich gar nicht. Hast du auch nicht. Was laberst du? Aber wer bin ich? Hä? So, wir sind wieder zu Hause. Hallo. Hallo. Hab ich schon Hallo gesagt, doch? Ja, ich glaube ja. Ob ich Hallo sage oder nicht, dann sieht ihr eh keine Sau. Ja, wir waren gerade einkaufen, wie ihr wisst, haben unter anderem noch andere Dinge geholt, also nicht nur die Sachen fürs Video, sondern halt auch so. Wieso haben wir denn drei? Hast du gemacht. Achso, die brauchen wir ja heute. Unter anderem geholt haben wir einmal, weil es im Angebot war, meinen Kaffee. Und zwar im Vorratspack. Weil normalerweise kostet die... Normalerweise kosten die Liter 2,50 Euro. 2,50 Euro. Und jetzt haben sie die Kosten? 1,50 Euro, glaube ich. Ja, 1,50 Euro. Nee, 2,40 Euro normalerweise, jetzt 1,50 Euro. Ja, wir haben eigentlich noch mega viel im Keller. Ja. Im Keller haben wir solche Packungen. Hier sind ja 16 Stück drin. Und im Keller haben wir welche, sind 48 drin. Und davon haben wir, glaube ich, noch 6 oder 7 Packungen. Aber nichtsdestotrotz, das ist ja auch... irgendwann ist auch das unten leer und dann brauchen wir wieder Neues. Und wahrscheinlich gerade dann, wo wir Neues brauchen, ist es nicht im Angebot. Mhm. Jedes Mal, wenn du ein Angebot einkaufst, ne, und kaufst einen Kasten, kaufst du nur noch im Angebot, weil du halt keinen Zugzwang hast. Weißt du, wie ich das meine? Nee, das Ding ist, normalerweise hätten wir für dieses komplette Paket 25 Euro bezahlt und jetzt haben wir halt nur 15 Euro bezahlt. So, und immer noch viel Geld für Kaffee halt einfach so. Nö, ne? Aber ey, damit kommst du Ewigkeiten hin. Ja, du ungefähr... Wie viele Tüten sind das? 10, ne? Ja. Ungefähr eine Woche. Als ob ich 160 Tassen Kaffee trinken würde. Locker, wenn ich dich nicht bremsen würde, ja. Stimmt nicht. Ja, stimmt ja wohl. Das stimmt gar nicht. So, und dann haben wir halt noch Brötchen gekauft für heute Abend gegebenenfalls und morgen früh zum Frühstücken. Ich würde einfach mal sagen, alles was wir jetzt brauchen fürs Video packen, ist ja das hier eigentlich, ne? Blöd. Können wir alles ins Wohnzimmer packen oder nicht? Wir drehen ja schon im Wohnzimmer, oder? Ich mache mich eben fresh und kämme meine Haare und ziehe mal Lippenstift nach und Puder. Was denn? Komm mal hier rein. Ich komme rein. Kalt. Als würdest du ein Fenster aufmachen. Woran liegt das? Okay, die Heizung ist lauwarm. Ich drehe mal. Und wie viel hast du aufgemacht?
Auf 3 habe ich jetzt. Brauchst du nicht, ich mache das Kamin, dann geht die aus. Freunde, ich habe vorab noch mal eine Frage an euch. Ihr kennt unsere Wohnung bereits. Oh Gott, wie ich aussehe. Was würdet ihr uns empfehlen als Videohintergrund? Ich bin nämlich so ratlos. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es, aber ich sage es nicht. Warum? Du machst dich hübsch. Also musst du eigentlich gar nicht. Du bist ja schon hübsch. Ja, ich. Ja, ich weiß, es ist süß, wa? So. Dann werde ich mal eben gucken, was man noch so retten kann. Wenn die Spiegel da weg sind, dann ist es so. Ich guck mal eben kurz die Hose an. 10.000 Knoten. Dann finde ich das jetzt hier auf Anhieb. Jo. Habe ich euch hier gerade erzählt, dass ich von Benefit, also das war dieses Kit, was ich euch gestern gezeigt habe, einen neuen Lippenstift drauf habe. Das ist die Farbe Juicy Berry. Könnt ihr das erkennen? So ein beeriger Ton. Und das ist halt die Lip-Liner-Farbe sozusagen. Den habe ich auch schon drauf, aber ich ziehe nochmal eine. Krass, ich muss den eigentlich gar nicht nachziehen. Au! Und was ich auf jeden Fall auch mal machen muss, Melle, tut mir leid wegen für die Lichtverhältnisse hier und tut mir leid für das Gesinge im Hintergrund. Und dann pudere ich mich ab mit dem Essence Puder. Stay All Day Puder. Das ist so ein loses Puder. Boah, ich kann nicht reden. Loses Puder. So. Ich habe zurzeit echt eine mega schlechte Haut. Liegt am Wetter. Richtig schlechte Haut habe ich. Meine Haut ist stellenweise so trocken, dass sich die Haut pellt. Also richtig so, als hätte ich Schuppen im Gesicht. Und stellenweise mega fettig. Keine Ahnung, was da los ist. Und ich bin froh, dass ich zurzeit relativ wenig Pickel habe. Also ihr kennt mich, ich hatte es schon mal schlimmer. Zum Beispiel auch, seht ihr das hier, diese zwei Narben, das waren ja Pickel, die ich vor 3 Monaten hatte und die Narbe geht einfach nicht weg. Ja, meine Haut ist echt doof. Ich hoffe, das geht jetzt so für den Dreh. Also wie gesagt, das Video, was wir gerade drehen, seht ihr auf Sandy Dynamite. Oh, wolltest du es wegbringen? Nee, ich wollte es eigentlich behalten. Ich wollte mich eigentlich mit nachher zum Schlafen legen. Beine nicht, wenn der Regen fällt. Dum, dum. Dum, dum. Draußen regnet es. Ununterbrochen. Einfach die ganze Zeit. Ja, und wir warten jetzt aufs Essen. Tisch ist bereits gedeckt. Warten nur darauf, dass das Essen fertig ist. Also du hast Hunger, ne? Mhm. Du kleiner Fresssack. Du hast das schon gegessen. Was denn? Ja. Ja, ich habe schon angefangen. Ja, ohne mich. Ich habe probiert. Das Essen ist fertig. Heute gibt es Schinkenhackröllchen mit Kroketten. Und ich habe Brötchen gekauft, deswegen werde ich, glaube ich, denke ich, Brötchen essen. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Guten Hunger. Ich war gerade duschen. Die Sandy ist jetzt zu der Lina gefahren, denn ich werde jetzt gleich mit dem Pascal wieder eine Runde Mario Kart spielen. Und danach kommt Fußball. Voll geil. Ich warte nur darauf, dass er sich gleich meldet, dass wir dann dabei halt auch telefonieren können. Dann können wir halt, wie gestern schon, uns gegenseitig piesacken. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Lust darauf hättet, wenn ich zum Beispiel jetzt mal eine Runde zocke und dabei live auf YouNow wäre. Das wäre auch bestimmt, glaube ich, mal ganz lustig. Aber schreibt mir sowas mal in die Kommentare, ob ihr den Bock drauf hättet. Dann könnte man das mal in naher Zukunft mal machen. Jetzt warte ich, dass der Pascal sich meldet und dann geht's los. Ich bin jetzt bei Lina, weil ich mich dazu entschlossen habe, zu Lina zu fahren. Wir gucken gerade eine Serie. Wie heißt die? Victorious, auf jeden Fall so eine Nickelodeon-Serie. Richtig cool und Ariana Grande ist dabei. Kennt ihr die Serie? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall chillen wir jetzt hier. Wie ihr sehen konntet, haben wir fleißig gespielt und es war mega geil. Es macht einfach so Bock, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen auf den Sack gehen kann. Und wenn man den anderen halt kurz vorm Ziel abschießen kann. Ihr könnt ja auch an der Stelle mal in die Kommentare schreiben, was ihr am liebsten so spielt. Seid ihr mehr so PC-Zocker, PlayStation, Nintendo, Xbox oder vor allem was für Spiele spielt ihr überhaupt? Und ich mache jetzt ein...
Fußballabend. Ich gucke jetzt die Konferenz vom Champions League Achtelfinale. Viertelfinale ist das, Viertelfinale ist das schon. Ja, drückt mal Booster Dortmund mal die Daumen und dann schauen wir mal. Ich bin wieder zu Hause. Ich weiß nicht, was bei Daniel der letzte Stand war, aber... Achso, dass du Fußball guckst, okay. Aber Daniel und ich machen uns gerade einige Gedanken zu einem kommenden Projekt. Und wir sind gerade in so einem Gedankenfluss und haben richtig coole Ideen. Was los? Hey! Wie wär's mal mit einer gelben Karte, Mann? Der Tuchel regt sich auch schon auf. Ja, jedenfalls wird ein richtig geiles Projekt auf euch zukommen und wir hoffen, dass wir das so umsetzen können, wie sich das in unseren Köpfen abspielt. Wäre mega geil. Wird mal was Neues, würde ich behaupten, ne, Schatz? Ja, ich hoffe. Kommen wir nun zu Dynamite des Tages. Dynamite des Tages ist heute Florian Krey. Ich finde euch so klasse. Bitte bleibt so, wie ihr seid, denn so seid ihr perfekt. Ihr bringt mich auch in schweren Zeiten zum Lachen. Eine Frage habe ich noch. Wie teuer waren die Karten? Könnt ihr mich bitte grüßen? Euer Flo. Hallo? Flo. Hi, Flo. Danke für die Karten für Paul Panzer, die haben, glaube ich, gekostet 37 Euro und ein paar kaputte, meine ich. Also knappe 40 Euro, ja. Ich habe irgendwas mit 32 Euro im Kopf. Ich glaube, ich habe irgendwas mit 37. Auf jeden Fall irgendwas ab zwischen 30 und 40 Euro. Ja, genau. Am besten einfach mal bei Eventim oder so vorbeischauen. Ja. Aber wie gesagt, wir haben die halt zu Weihnachten bekommen, deswegen haben wir nichts davon mit dir halt. An dieser Stelle könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal auf irgendeinem Konzert wart oder bei so einer Veranstaltung wie wir zum Beispiel bei einem Comedian, Paul Panzer. Schreibt das mal unten in die Kommentare oder schreibt mal, wo ihr mal gerne hingehen möchtet. Irgendein Konzert. Oder eine Comedy-Veranstaltung. Wie sagt man dazu eigentlich? Comedy-Veranstaltung? Ich habe keine Ahnung. Show, Comedy-Show, weiß nicht. Schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare. Fußball läuft, ihr wisst es. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. In der Endcard habt ihr die Möglichkeit, euch zwei weitere Videos anzugucken und uns zu abonnieren. Und auch unter diesem Video könnt ihr uns abonnieren und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten. Und ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns am Montag um 18 Uhr wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.